Ja, dann sind wir jetzt bei dem letzten Block an diesem schönen Wochenende. Und so sieht man den Wandel heute Vormittag. War es traurig, regnerisch, nasses Angesicht. Und jetzt haben wir blauen Himmel mit Wolken und Sonnenschein. Das zeichnet das aus, was dann die Welt von Samsara ist. Selbst da, wo wir denken, wir haben Glück, und da liegt dieses Glück dem Wandel. Ist vergänglich. Wenn wir Vergänglichkeit aber wirklich verstanden haben, dann verstehen wir, dass der Wandel nicht unser Leiden ist. Unser Leiden ist das Festhalten, dass die Dinge so bleiben sollen, wie wir denken, wie die Dinge zu sein haben. Und deswegen leiden wir. Wenn wir also jetzt hier über Vergänglichkeit sprechen und vom Wandel, dann verstehen wir den Wandel oder die Vergänglichkeit nur dann, wenn wir sie in unserem Eigengeist untersuchen. Wirklich feststellen, dass alle Dinge vergänglich sind. Und wenn wir das machen, dann lässt unser Geist das Anhaften, das Greifen lässt los. Wir hatten vorhin angefangen mit dem zu beschreiben, entsprechend dem Buch hier von Exzellentem Pfad zur Erleuchtung von Longchen Rabdrenpa, wo er quasi das Bodhisattva-Gelübde niedergeschrieben hat und wo er beschreibt, wie das zu nehmen ist und was die Geisteshaltung dabei ist. Da wird dann vom Vajra-Halter gesprochen. Das heißt also, wir haben es natürlich hier nicht mit dem Mahayana zu tun, obwohl es das Bodhisattva-Gelübde ist, aber hier ist das Bodhisattva-Gelübde mit dem Hintergrund des Vajrayanas, des Diamantweg-Buddhismus. Und zwar, ich meine, der echte Diamantweg-Buddhismus, nicht was wir im Westen als Diamantweg-Buddhismus bezeichnen, sondern einfach zu wissen, Vajra ist der Diamant. Und man beschreibt die Befreiung, das ist ein Weg, ein Pfad der Befreiung. Es ist so wie bei der Gesundheit, wenn man krank ist und gesund werden will, dann wird auch davon gesprochen, der Weg der Heilung. Und deswegen ist es der Diamantpfad, der Diamantweg. Und das hat dann eben mit der Lehre des Buddhas zu tun. Deswegen sprechen wir für uns im Westen Diamantweg-Buddhismus, Vajrayana. Wenn wir dann manchmal hören den Begriff Hinayana, dann müssen wir einfach wissen, dass nicht die Lehre klein ist, sondern die Sichtweise. Denn Jana heißt Weg oder Fahrzeug, Hina heißt klein. Das heißt nicht, dass die Lehre klein ist, sondern die Sichtweise ist klein. Um überhaupt Mahayana praktizieren zu können, das große Fahrzeug, brauchen wir eine große Weitesicht. Diese große Weitesicht ist nicht möglich durch die erste kleine Sicht. Ganz am Anfang müssen wir lernen, mit uns selbst klarzukommen. Dann erweitert sich unser Spektrum zu den Wesen um uns herum, weil wir ja abhängig sind. Wir sind abhängig von allen fühlenden Wesen. Wir sind nicht unabhängig. Damit wir diesen Weg schneller gehen können und dass wir in einem einzigen Leben Befreiung erlangen können, deswegen gibt es das Vajrayana, also der Vajra eben der Diamant, Jana Pfad. Und die Haltung zu haben, warum ist jetzt Vajrayana so angesagt, ist eben ganz einfach. Die Welt der Menschen degeneriert immer mehr, dass wir immer weniger fähig werden, irgendetwas zu verstehen. Das ist auch vorausgesagt worden, dass die Zeiten kommen. Da gibt es noch die Lehren des Hinayana und des Mahayanas. Sie werden aber nicht mehr verstanden. Also die Leute lesen das, sie verstehen es intellektuell, aber sie raffen sich nicht auf, das intellektuelle Verständnis in die Handlung umzusetzen. Damit aber trotzdem noch quasi die Verlockung da ist, zu sagen, okay, es ist alles ganz furchtbar, wenn wir sterben, die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Leben überhaupt in der Nähe der Lehre des Buddhas wiedergeboren werden, dass wir irgendwo dort sind, wo es die Lehre des Buddhas gibt,
ist ziemlich gering. Ganz einfach, ne? Guckt euch an, wie groß die Welt ist, ne? Und dann in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wie viele buddhistische Impulse, Ansätze, die fantastische Lehrer gesetzt haben, wurden von den westlichen Praktizierenden zerstört. So hatte schon der Buddha immer gesagt, dass niemals kann irgendjemand von außen kann die Lehre des Buddhas zerstören. Auch in neuerer Zeit haben Rinpoches gesagt, nicht der Kommunismus, nicht der Islam oder Christentum oder irgendetwas kann die Lehre des Buddhas zerstören. Nur die praktizierenden Buddhisten selber können die Lehre des Buddhas zerstören. Sie ist nicht zerstörbar von außen, sondern nur von innen, von den Buddhisten selbst. Das Gleiche erleben wir, damit wir das auch verstehen, dass das fast natürlich unter uns Menschen ist. Das ist mir besonders bewusst geworden in dem Prinzip, was Heilen ist. Ein Arzt hat die Aufgabe, den Menschen zu heilen. Heute ist die Aufgabe des Arztes nicht mehr zu heilen, sondern dem Konzern, dem das Krankenhaus gehört, quasi Gewinne zu erzeugen. Jeder Arzt ist mit der Steckdose verbunden mit der Pharmaindustrie, der Pharmakologie zu folgen und Vertrauen zu haben, dass all diese Dinge, die sie darbringen, dass sie gut sind. Aber sie sind nicht gut. Sie haben extrem viele leidvolle Nebenwirkungen. Und das wird billigend in Kauf genommen, weil man denkt, es ist schnell und der Patient merkt das nachher nicht. Und das, der Grund, dass das die Ärzteschaft entartet, wir kennen das in der klassischen Homöopathie. Die klassische Homöopathie ist nicht zerstörbar von außen, sondern die sogenannten Leute, die behaupten, dass sie Homöopathen sind, zerstören die homöopathische Lehre, weil sie sich nicht mehr an das halten, wie die homöopathische Medizin funktioniert. Und natürlich gibt es in allen Bereichen in der Homöopathie und auch in der Ärzteschaft gibt es immer Ausnahmen. Es gibt auch Ausnahmen im Buddhismus. Nicht jeder, der dem Pfad des Buddhas geht, ist dabei, den Pfad des Buddhas zu zerstören. Aber in der Gesamtsituation müssen wir sehen, unsere Gesellschaft ist so stark degeneriert, wir selber sind so stark degeneriert, dass wir manchmal zwei und zwei es vier nicht rechnen können. Wo wir absolut irrational uns verhalten. Ich erinnere mich wirklich, wie ich 2020, als es darum ging, dass Kinder Masken tragen sollen und Abstand halten sollten, habe ich damals gesagt, das ist absoluter Wahnsinn. Was macht ihr da? Ne? Die Kinder können überhaupt keine Widerstandskräfte. Du brauchst für den Körperbau, um überhaupt wachsen zu können, brauchst du Sauerstoff. Und wenn du die ganze Zeit eine Maske aufhast, dann haben die Kinder eine Minderung des Sauerstoffs. Sie atmen mehr wieder CO2 ein. Die abgearbeiteten Substanzen im Körper, die man ausatmet, atmen sie wieder ein. Die bleiben nicht alle in der Maske hängen, die bleiben im Atmen drin. Und dann sagen sie, ja, die Ärzte laufen auch immer mit einer Maske rum. Ja, aber nicht mit einer FFP2-Maske. Und diese Maske, die sie da tragen, ist eigentlich, wenn sie zum Beispiel so operieren und dass da das Eiter nicht in den Mund reinspritzt. Vielmehr geht es darum, diesen Schutz zu haben. Und natürlich, sie atmen ganz normal aus und in ihrem Ausatmen sind Bakterien drin und Viren drin. Und deswegen hat man ja, dass man dann die Hände sauber hält, man desinfiziert und so weiter. Aber wenn man es dann übertreibt, dann haben wir die Krankenhauskeime. Ich bringe dieses Beispiel einfach nur, um zu zeigen, dass das Problem, was wir innerhalb der buddhistischen Lehre haben, haben wir allgemein in der Gesellschaft. Wenn es jetzt zum Beispiel heißt, Frieden schaffen durch noch mehr Waffen. Wenn man eine andere Meinung ist, ist man kein Demokrat mehr. Versteht ihr? Also wo eigentlich das, was richtig ist, wird als falsch bezeichnet. Und was falsch ist, wird richtig bezeichnet. Und leider, ich habe diesen Vers nicht gefunden. Ich habe den schon so lange gesucht. Der 16. Karmapa hatte in einer Art Doha, also einem Gesang der Verwirklichung, hat er irgendwo gesagt, wir leben in der Zeit, wo das Richtige als falsch erklärt wird und das Falsche für richtig. Und das erleben wir auch innerhalb der buddhistischen Lehre, dass eben ganz viele Leute falsche Sichtweisen verbreiten. So gibt es die Sichtweise bei Gelehrten, dass sie der Meinung sind, durch Gelehrsamkeit könne man Erleuchtung erlangen. Aber genau Gelehrsamkeit steht der Erleuchtung im Wege. Weil Gelehrsamkeit bedeutet,
dass wir die verschiedenen Traditionen, Schulen und Begriffe und all das auswendig lernen, aber wir arbeiten nicht sofort an unserem Geist. Wir können also dann fertig sein und können den Kanjo und Tenjo auswendig, wir wissen, kennen das ganze Abhidharma, wir können argumentieren damit. Aber wir haben das Problem, dass wir es nicht umsetzen. Und das Gleiche haben wir, ne, wenn Menschen, die ein Dreijahresretreat machen, dann lernen sie alle Objekte, die man braucht, um geistige Befreiung zu erlernen. Dieses Handwerkzeug, dieses, ne, so als Beispiel, ne, Yoshi hat hier sein Lego und sortiert die so nach Farben. So. Und diese Lego-Bausteine, die haben eine Funktion. Ne, wenn man jetzt sagen würde, es wäre jetzt ganz wichtig zu wissen, wie viele gelbe Steine sind, wie viele blaue Steine, wie viele weiße und rote Steine. Und wenn man sagen würde, das wäre wichtig zu wissen, wie viele Steine davon da sind. Wie viele sind davon da, wo 8 so Noppels drin sind, wo 4 und so weiter. Wenn man sagen würde, das wäre wichtig, dann würde man sich nicht mit der Funktion befassen. Ne, das, was ist die Funktion? Ne, wenn wir sehen, er hat da bestimmte Sachen zusammengebaut, dann kann man sehen, er hat die Funktion gemacht. Was ist da? Die Funktion des Legosteins ist, mit dem Legostein etwas zusammenzufügen, etwas zu bauen. Deswegen sind es Legosteine. Es sind nicht zu wissen, wie viele Formen es davon gibt, sondern es anzuwenden. In der gleichen Weise ist es mit der Lehre des Buddhas. Sobald wir irgendetwas hören, sollten wir damit bauen. Ja? Und das sind wir ja hier das ganze Wochenende schon durchgegangen, wo wir gesagt haben, das Erste ist der Ursprung der Lehre des Buddhas, das Leiden, dass wir die vier edlen Wahrheiten verstehen, dass wir die Essenz des heilvollen achtfachen Pfades in uns begreifen, was in der Essenz in den vier grundlegenden Gedanken vorhanden ist. Und dann, dass wir zum Beispiel den Text, wenn wir den lesen und dann wirklich es dann in dieser Zeile heißt, wirklich, das steht da, ne? Da steht, bis zur Erleuchtung, also bis zur Erleuchtung, bis zur geistigen Befreiung, bis zum Freisein vom Leiden, nehme ich Zuflucht. Das heißt also, Erleuchtung bedeutet wirklich, ein Buddha zu werden. Das heißt also, ich nehme so lange Zuflucht, bis ich selber zum Buddha werde. Das heißt, bei den ganzen Schritten, die wir machen, muss uns immer die ganze Zeit klar sein, dass das Ganze, was wir machen, machen wir nur, um unser Leiden zu überwinden. Wir machen das nicht, um Buddhisten zu werden. Wir machen das nicht, um ein guter Mensch zu werden. Sondern wir machen das nur, um ein heilvoller Mensch zu sein. Wir machen das mit dem heilvollen Menschen aber nur, weil wir nicht mehr leiden wollen. Wir machen das mit dem heilvollen Menschen nicht, weil wir ein netter, guter Mensch sein wollen, sondern weil wir nicht mehr leiden wollen. Wenn wir das vergessen, wenn wir das überspringen, ist alles, was wir aufbauen, ist wie eine Burg auf Sand bauen. Es kann nicht funktionieren. Dann heißt es hier, möge ich zum Wohle aller Wesen Buddhaschaft erlangen. Da steht es dann schon, zum Wohle aller Wesen. Und das ist für uns ganz oft so etwas, naja, ich muss das machen und das muss ich zum Wohle der füllenden Wesen machen. Nein, das mache ich auch aus der Zuflucht heraus. Ich mache das aus der Begründung heraus, ich verändere mich, ich werde ein heilvolles Wesen und dadurch, dass ich ein heilvolles Wesen werde, verändere ich mein Verhalten allen Wesen gegenüber. Ich füge ihnen kein Leiden mehr zu, versteht ihr? Ich füge ihnen kein Leiden mehr zu. Wir trennen das so. Das ist so, der eine Job, Zuflucht nehmen und das andere möge ich das, ne, zum Wohle aller füllenden Wesen. Das zum Wohle aller füllenden Wesen, da schleicht sich bei uns ganz leicht dieses Verhalten eines Samariters ein, eines Missionars. Das ist damit nicht gemeint. Gar nicht. Und wenn es dann heißt, hier bei dem Bodhisattva-Gebet oder vier Unermesslichen, wie man es so bezeichnet, mögen alle Wesen das Glück und die Ursache des Glücks haben. Warum wünschen wir den Wesen, dass sie das Glück und die Ursache des Glücks haben? Habt ihr eine Idee? Damit wir nicht mehr leiden, denn wenn die alle glücklich sind, dann leiden wir nicht mehr. Genau. Wenn die Wesen wirklich glücklich sind und nicht mehr leiden, dann leiden wir selber nicht mehr. Mögen sie vom Leiden und der Ursache des Leidens frei sein. Wenn die Wesen alle frei sind von der Ursache des Leidens, ja, dann sind wir auch davon frei.
Auch da ist immer noch eine Ego-Perspektive drin. Das vergessen wir. Wir vergessen, dass es darum geht, unser Leiden. Wir spielen uns auf wie Samariter, wie Heilsbringer, wie Kreuzritter, wie diejenigen, die den Heiligen Gral suchen. Aber wir vergessen die Essenz davon. Mögen sie nicht vom wahren Glück, welches ohne Ursache getrennt sein. Und dieser Satz, der wird manchmal anders irgendwo übersetzt. Ne? Und dann ist es manchmal, der gefällt mir so, wie er übersetzt ist, aus einem Grund sehr gut. Mögen sie nicht vom wahren Glück, welches ohne Ursache ist, getrennt sein. Das wirkliche wahre Glück ist ohne Ursachen. Denn alles, was Ursachen hat, löst sich wieder auf, weil es zusammengesetzt ist. Und wenn im Geist die Natur des Geistes wirklich erfahren ist, dann gibt es da kein Leiden mehr. Und dann denke ich sehr gerne an diese Geschichte mit dem 16. Karmapa. Der hat in seinem Körper alle Krebskrankheiten gehabt. Denn normalerweise hätte er schreien müssen vor Schmerzen. Und dann sind die Lehrer immer reingekommen und haben gefragt, wie ihm geht. No pain. Ganz gelassen. No pain. Ja, es gab nur ganz manchmal so eine Aufnahme, ich kenne so eine Aufnahme von ihm, da sitzt er noch auf dem Thron, wo er nochmal die Kronzeremonie macht, da hat er den Gampropa-Hut auch. Da gibt es mal so, dann siehst du, wo er so runterzieht, wo ich dann denke, naja, das kann gerade so sein, dass er abgelenkt ist oder so. Ne? Wo ich dann so gedacht habe, oh, da scheint wohl er ist jetzt gerade ein bisschen heftiger zu sein. Aber nur ganz ruhig so. Und es hat mich tierisch berührt, diese Situation. Auf der einen Seite zu wissen, er hat all diese Krankheiten und er sitzt da bis zum letzten Atemzug, hat er den Amerikanern, die dort waren und die Gäste, die nach Amerika gefahren sind, um ihn dort zu sehen, er hat wirklich die letzte Phase seines Körpers für die Wesen gegeben. Er hat alles daran getan, dass was er auch immer tut, so gut wie möglich in der Zukunft funktioniert. Er hat in Hongkong vorausgesagt, der zukünftige Karmapa wird viele Sprachen sprechen. Er wird in der Kunst ihn selber bei weitem überschreiten, was er jemals gemacht hat. Also in Kunstfertigkeiten, in den Dingen, die er schreibt. Seine Aktivitäten werden sich über die ganze Welt erstrecken. Und wenn er jetzt Zoom macht und er lehrt auf Chinesisch, Karmapa, der 16. konnte nur Tibetisch. Und jetzt Koreanisch, Chinesisch, Englisch, Hindi, natürlich auch Tibetisch, ich glaube noch irgendeine Sprache. Ne? Und er kann nicht sprechen. Er spricht sie. Und die Leute können ihm zuhören. Ja, und dann heißen, mögen sie im großen Gleichmut verweilen, frei von Verhaftung, was man mag, und Abneigung gegen das, was man nicht mag. Da ist drin, in dem Satz ist das drin, wovon wir jetzt am Wochenende gesprochen haben, dass unsere Leiden durch die drei Faktoren entstehen, Unwissenheit, Begierde und Abneigung. Dass wir in unseren Geist schauen, wo wir eine subtile Abneigung, subtile Anhaftung haben, wo wir Ignoranz haben. Dass wir immer wieder, wenn das auftaucht, unseren Geist reinschauen und loslassen. Und dann ist das ohne Ursache. Wenn wir diese drei Faktoren weg haben, also die sind dann, wenn diese Ursachen des Leidens weg sind, dann ist da keine Ursache mehr, dann ist das weg. Und dann ist das dauerhafte Glück, was ohne Ursache ist, dann da. Wir dürfen diesen Kompass, diese Ausrichtung nicht verlieren. Wir dürfen uns nicht verlieren in intellektuellem Gebrabbel, in dem Gefühl, ich habe jetzt ganz viel irgendwo ran teilgenommen. Und die Texte, diese ganzen Werkzeuge, die die verschiedensten Lehrer zusammengestellt haben, sie sind unglaublich. Die ganze buddhistische Lehre ist wie eine ganz präzise Computermaschine, wo du mikrokleine Teilchen fräst, weißt du, so auf der Nanopartikel-Ebene, wo du so kleine Nanomotoren hast, die so ganz klitzekleine Teile sind. Solche Motoren kann man ja irgendwie bauen, ne? Habe ich im Internet gesehen. So.
Das so feingliedrig ist die Lehre des Buddhas. Und gleichzeitig ist sie so grob wie ein Vorschlaghammer und ein Amboss. Sie beinhaltet alle Möglichkeiten unserer Verwirrung. Die Methoden benutzen unsere Verwirrung, damit wir Befreiung erlangen können. Es wird als Dünger benutzt. Deswegen wird die Erleuchtung so dargestellt, eine Lotusblüte. Sie hat die Wurzeln im Schlick. Ohne den Schlick gibt es keine Befreiung. Ohne Unwissenheit gibt es keine Weisheit. Die Grundbedingungen der Befreiung ist Verwirrung. Es sei denn, wir wären Samanabhadra, was wir offensichtlich nicht sind. Wir sind nicht der anfangslose Buddha, wo man sagt, der seit anfangsloser Zeit der erste Buddha quasi, der eben auch dargestellt wird. Er brauchte keine Parameter in seinem Körper zu verwirklichen. Wo man sagt, dieser Schmuck, den so die Bodhisattvas so, die jedem so dargestellt werden, Ärmel und Ketten und Fußdinge. Und hier die Krone und so. Das sind alles Energiepunkte, die, wenn die Paramitas trainiert werden, dann aktivieren sich diese Energiepunkte, weil sie dazu führen, dass der Geist frei von störenden Gefühlen werden. Und bei Samanabhadra, dem uranfänglichen Buddha, der wird blau dargestellt, der frei von Attributen ist. Weil er auch nicht wirklich, für uns ist es ein Hilfskonstrukt, dass wir ihn als blauen Körper sehen. Er ist frei von Form. Samanabhadra ist frei von Form, aber die Form ist für uns ein Hilfsmittel. So wie die ganze buddhistische Lehre ein Hilfsmittel ist. Ja, gucken wir nochmal da hin. Ja, also das, was hier so eben am Anfang gesagt wird, wir sprechen hier die großen Lehrer, die Vajra-Halter, die Buddhas, ne, die außergewöhnlichen Bodhisattvas, ne, an die großen Bummis haben, also nicht die kleinen, ne, bitte denkt an mich. Ne. So wie die Buddha in früheren Zeiten, die Buddhas und Bodhisattvas, die Möglichkeit in sich eben gemacht haben, dass Bodhicitta wachsen und entstehen konnte zum Wohle aller fühlenden Wesen. So möchte auch ich das machen von jetzt an, bis ich die vollkommene Befreiung erlangt habe, dieses außergewöhnliche Bodhicitta zum Wohle aller fühlenden Wesen zu entwickeln. Dass wir das wirklich ernst nehmen, das bedeutet aber nicht den Samariter. Versteht ihr? Deswegen habe ich das vorher nochmal gesagt. Wir tun das nicht, um ein Samariter zu sein, sondern wir tun dies, das ist der Trick, um geistige Befreiung zu erlangen. Sobald unsere Geistesgifte, unsere störenden Gefühle, unsere Geistesschleier aufgegeben sind, ist unser Ein- und Ausatmen automatisch zum Wohle der fühlenden Wesen, weil wir sie ja nicht mehr ins Kreuz treten. Versteht ihr? Wir können das dann gar nicht mehr. Und das ist die logische Schlussfolgerung aus dem Handeln. Wenn das nicht so wäre, würde man am Anfang nicht Zuflucht nehmen. Wir nehmen Zuflucht in dem Bewusstsein, wir sind im Leiden gefangen. Sonst bräuchten wir das doch nicht. Wir sind im Leiden gefangen, wir nehmen Zuflucht, weil wir im Leiden gefangen sind. Wenn wir nicht mehr im Leiden gefangen wären, bräuchten wir keine Zuflucht. Ne? Zum Beispiel die Leute, die aus Afghanistan hierher fliehen. Sobald sie hier dann in Deutschland sind, dann brauchen sie die Schleuser nicht mehr, richtig? Ne? Sie brauchen sie nicht mehr. Sie haben sie bezahlt und das Ding ist erledigt. Sie sind jetzt angekommen, der Vertrag ist abgelaufen. Ne? Aber wir sind immer, bis wir Erleuchtung erlangt haben, sind wir immer auf der Flucht. Bis wir selbst, unser Geist sich so weit gewandelt hat, dass unser Ein- und Ausatmen nur noch heilvoll ist, unser Ein- und Ausatmen nur noch Weisheit ist, wo wir selber zu der Lehre des Buddhas werden, wo wir selber zum Buddha werden, wo alles das, was unsere Aktivität ist, das, was Buddha, Dharma und Sangha ist. Das Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben, wir können uns nicht vorstellen, dass wir jemals so ein tolles Wesen werden wie der Buddha. Dass wir ein so tolles Wesen wie Karmapa oder Kano Rinpoche werden. Das können wir uns nicht vorstellen. Weil wir messen uns an unserem Mangel.
Wir messen uns nicht an unseren Möglichkeiten. Und die Umkehr, den Weg, es bleibt uns nichts anderes übrig. Den Weg müssen wir gehen. Wir haben in unserer jetzigen Existenz nur zwei Möglichkeiten. Den Weg gehen oder in der Hölle landen. Dazwischen gibt es nichts. Kompromisslos. Können wir machen, was wir wollen. Denn bedenkt, wenn ihr euch darauf eingelassen habt und ihr sterbt, dann fällt die Logik. Im Augenblick des Todes stellt ihr auf einmal fest, irgendwas, was ihr gedacht habt, hättet ihr gelernt, funktioniert nicht. Und ihr seid überrannt von euren störenden Gefühlen. Dann entsteht Wut und Zorn und Hass im eigenen Geist. Dann entsteht Abneigung gegen die Lehre des Buddhas. Deswegen hat Kano Rinpoche, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr euch so verhaltet, dass Leute, die den Pfad aufnehmen wollen, ihr durch euer Verhalten das zerstört. Und zwar darum geht es zum Beispiel absichtlich, jemand zu sagen, der den Pfad aufnehmen will, zu sagen, ah nee, mach das lieber nicht. Ja? Aber nicht so wie Trungpa Rinpoche. Erst warnt er uns, sagt er, denkt daran, wenn ihr damit anfangt, ihr könnt nicht wieder absteigen. Es ist wie Elon Musk Rakete, die fliegt hoch und wenn du versuchst abzusteigen, explodiert sie. Und es ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl, als so ein zusammengeschmolzener Klumpen von verbranntem Fleisch irgendwo auf der Erde zu landen. Nein, nicht der Aschehaufen. Wie der eine russische Pilot, Astronaut, ne, der abgestürzt ist und wo sie dann die Überreste im Sarg aufgebahrt haben. Es gibt Fotos davon, wo dieser Astronaut, der da mit seiner Uniform so verschmolzen ist, dann im Sarg liegt. Das ist richtig so eine schwarze Plastikmasse, ne, und wo noch die Reste von seinem Körper drin sind, weil die eben verglüht ist, oder ich weiß nicht, wie das jetzt war, aber auf jeden Fall ist er umgekommen. Wir haben dann manchmal ein bisschen Angst davor, diesen Weg zu gehen, weil wir kein Vertrauen haben. Es mangelt uns an Vertrauen, weil wir denken, na, vielleicht ist es doch nur so wie irgendeine Philosophie. Naja, das haben schon so viele Leute versprochen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Geile an der buddhistischen Lehre ist ganz einfach. Der Buddha hat gesagt, überprüft es doch. Überprüft doch, ob ich recht habe. Ob das stimmt, was ich erzähle. Ist das wahr, was ich erzähle? Lüge ich? Überführt mich der Lüge? Naja, und wenn du das dann überprüfst, ne, wir haben jetzt unten die schönen Elektronikbücher, ne, da sind die Formeln drin. Und jeder, der die Formeln benutzt, kommt zum selben Ergebnis, wenn er das rechnen kann, richtig? Ja, und dann kannst du überprüfen, ob die Formel stimmt. Es gab auch schon mal Bücher, die rausgekommen sind, nämlich irgendwie Kusch hieß das, irgendwie so ein zweibändiges Mathewerk, so ein dickeres und dünneres. Und dann gab es auch Lösungsheft dazu. Ne? Und dann kam es ein Korrekturblatt, weil einige Lösungen waren falsch. Dann kommt ein Lösungsblatt nach. Ne? Aber vom Prinzip her, wenn du es rechnest, kommst du zu dem Ergebnis raus, wie die Aufgabe gestellt ist. Und das ist genau dasselbe mit der Lehre des Buddhas. Deswegen ist unser die Möglichkeit, dass wir ein echtes Vertrauen erlangen in der Anwendung. Und wir dürfen uns nicht etwas zurechtlegen. Wir dürfen nicht denken, es gibt eine Ausnahme. So zum Beispiel, ne, mit Kindern. Können Kinder denken? Natürlich denken die Kinder. Weil sie haben ja früher auch schon gelebt. Die Hunde, Katzen, die denken auch. Vögel. Es gibt so Situationen, da sieht man, dass Tiere, ohne dazu trainiert zu werden, gehen die hin und füttern andere Tiere. Irgend so eine Ente oder irgend so ein Wasservogel, der hat selber irgendwie Futter gekriegt und dann hat er das Futter und hat dann die Fische damit gefüttert. Also das muss ein Akt des Denkens sein.
Wenn wir hier die Situation hatten, als ein Vogel aus dem Nest gefallen ist und wir wollten ihn füttern und natürlich wollten wir keine Maden geben, weil es so blöd ist, ne? Du tötest lauter Maden um ein Leben, naja, das ist ein bisschen blöd. Ne? Und dann waren so 5 oder 6 verschiedene Vögel und mindestens 3 verschiedene Arten. Ne? Die haben da ganz viel Lärm gemacht. Ne? Und ich guckte zu den Vögeln rüber und dann sagte ich, wollt ihr den Job machen? Also pass auf, ich packe das da hin und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr euch drum kümmert. Aber wenn ihr euch nicht drum kümmert, dann nehme ich ihn wieder. Ich habe ihn also dann dort draußen auf der Wiese hingepackt. Und dann sind die Vögel hingegangen und haben diesen Vogel gefüttert. Es waren aber nicht dieselbe, sag mal, dass man sagt, das war eine Art, also nur Spatzen oder nur Meisen oder nur das. Nein. Es waren irgendwie 3 verschiedene Vögel. Dazu muss man denken, dass sie dann Lärm gemacht haben. Dann haben sie Kommunikation gesucht. Wir müssen aufhören, unsere Vorstellungen, die wir über die Welt haben, die sind falsch. Wir werden nicht geboren wie ein leeres Blatt Papier, sondern wenn wir geboren werden, haben wir unter dem Arm ein dickes Bündel voll, komplett voll mit Konzepten über die Welt. Komplett voll. Mit all dem, was wir in früheren Leben angesammelt haben. Wir müssen unser christliches Weltbild aufgeben. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann sitzen wir nach 10 Jahren auf unserem Bett und sprechen vom hohen dem hohen Lied der Liebe. Ne? Hohe Lied der Liebe, ne? Wie geht das nochmal? Der Satz, ich meine der Satz, das hohe Lied der Liebe, genau. Dann nehmen wir da Zuflucht, weil wir vorher keine Sicherheit, weil wir dachten, na, vielleicht na, meine Oma, Opa und alle haben das ja hier gemacht, vielleicht ist das doch besser und vielleicht ist das ganze Asiate doch nichts für uns und der Buddhismus was asiatisch, das funktioniert bei uns nicht. Dann vertrauen wir wieder diesen Dingen. Aber dafür gibt es keine Beweise, dass die Lehre des Buddhas funktioniert. Dafür gibt es tausende, abertausende und nochmal tausende Beweise, dass es eben funktioniert, weil es überprüfbar ist. Es ist die Wissenschaft des Geistes. Und deswegen, wenn wir Mitgefühl entwickeln, denkt immer bei dem Mitgefühl daran, dass es eine gewisse egoistische Motivation drin. Lasst uns ehrlich sein. Sonst werden wir überhebliche, arrogante Schnösel, die sich mental über andere stellen, dass sie meinen, sie können andere retten. Natürlich rettet es andere, wenn unser Geist gezähmt ist. Ist doch logisch. Wenn ich nicht mehr voller Hass und Zorn bin und ich jeden mehr erschlage, meinen Nebenbuhler nicht gleich umbringe, ich meinen Geist gezähmt habe, dann helfe ich dem Wesen doch. Das ist natürliche Helfen, das passiert dann ganz natürlich. Ich muss mir keinen Kopf drum machen. Ja, dann heißt es auf der anderen Seite, heißt es, na, also, I will take across those sentient beings who have not crossed over. Also, dass ich anderen Wesen helfe, die es nicht geschafft haben, etwas zu überqueren. Dass wir jene, zum Beispiel heißt es hier, dass wir jene befreien, die noch nicht befreit wurden. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir das lesen, wir zeigen nur den Weg auf. Wir können sie nicht direkt befreien. Denn wenn ein Buddha wirklich befreien könnte, dann, wenn er wirklich befreien könnte, dann wäre er sehr gemein, dass er uns noch nicht befreit hat. Richtig? Wir helfen den Wesen, Befreiung zu erlangen. Und deswegen steht das dann eben hier so. Ne? Zum Beispiel jene, dass wir zum Beispiel Leute, die leiden, dass wir ihnen Erleichterung verschaffen. Aber die Heilung im Körper muss selbst stattfinden.
Ja, als Ärzte, ne? Da wird die Medizin verschrieben, dann wird da operiert, wenn irgendetwas zu operieren ist, da wird irgendetwas gemacht. Aber die Heilung im Körper als solchem muss der Körper selbst machen mit den Hilfsmitteln. Aber es muss das Zutun des Wesens dabei sein, geheilt zu werden. Hier heißt es zum Beispiel dann, ne, and will fully established in Nirvana those who have not attained Nirvana. Und hier bei dem Nirvana müssen wir aufpassen, es gibt im Grunde genommen zwei Nirvanas. Es gibt das Nirvana in der Theravada-Tradition, was wir heute schon mal besprochen haben, was das Verlöschen ist, wo quasi unser Gewahrsein, dieser Strunk, diese Aktivität, die wir in früheren Leben angerollt haben, die kommen zum Erliegen, zum Erlöschen. Das heißt, kommt komplett zur Ruhe. Da hat unser Bewusstsein keine Anhaftung an irgendwelche Sinneseindrücke. Deswegen spricht man von Verlöschen. Es gibt kein Greifen, kein Zurückweisen mehr. Es gibt nichts Schönes, nichts Schönes. Da ist kein Bedürfnis, etwas zu riechen, zu schmecken, zu fühlen und tasten. Und wenn dieser Zustand ist, der ist ähnlich dem, was man sagt, der Samadhi, der Gedankenfreiheit, wenn der Samadhi erreicht ist, dass dann alle Funktionen im Körper kommen zum Stillstand. In beiden Fällen, in dem Nirvana des Verlöschens, ähnlich wie mit dem Erreichen des kompletten Samadhis, bedeutet ein Stillstand der ganzen Aktivität, die dieser Impuls, ich, Ego, in seit anfangsloser Zeit gemacht habe. Die ganzen Gedanken, der aufgewühlte Geist ist zur Ruhe gekommen. Und dann ruht der Geist. In dieser Zeit können Äonenzeiten vergehen oder 12 Jahre, wie in dem Beispiel von Saraha und seiner Frau, wo Saraha 12 Jahre im Samadhi gesessen hat. Und es unterbrochen hat und für ihn das war, als wenn er sich gerade hingesetzt hat. Und deswegen wird die Arahatschaft nicht unbedingt propagiert. Die Arahatschaft, diesen Weg zu gehen, der wird für jene gelehrt, die in der Situation, in der sie leben, nicht die Kapazität haben, darüber hinaus zu denken. Aber wenn sie wirklich diese Arahatschaft erlangen, erschaffen sie sich die Ichlosigkeit, die Egolosigkeit der siebten Bodhisattva-Stufe. Und wenn sie dann als Menschen wieder erscheinen, dann gehen sie den Weg des Bodhisattvas. Dann heißt es aber, dass sie in der Zeit, als wenn sie diesen Weg des Bodhisattvas gehen, sie leiden nicht mehr an dieser Ichhaftigkeit. Die ist dann überwunden. Aber es fehlt die Weisheit und die Fähigkeit, den Wesen den Weg aufzuzeigen. Die Weisheit ist begrenzt da drin. Das ist die Nirvana. Dieses Nirvana, von dem hier gesprochen wird, ist eigentlich das Nirvana, was jenseits von Samsara und Nirvana ist. Das heißt, dass es wirklich die Nicht-Dualität aller Erscheinungen gesehen wird. Dass wir in dieser ganzen Welt der Erscheinung, da gibt es nichts, was zu erreichen gibt. Es ist entreicht, ne? Und die Aktivität, die vorher egoistischer Natur war, ist nur noch eine Aktivität zum Wohle der fühlenden Wesen. Das ist nämlich, und darauf bezieht sich dieses Nirvana. Denn dieses Nirvana würde ja dann dazu führen, dass der Bodhisattva nicht mehr aktiv sein kann, wenn er verlöscht. Und deswegen versucht uns immer, wenn wir so etwas lesen, weil das natürlich durch die Übersetzung und die Einschränkung der Worte, dass wir das verstehen müssen. Dass wir dann nicht sagen, ja, ich habe das gelesen und das ist es, ne? Sondern wir müssen bei all dem, was wir da hören, das im eigenen Geist überprüfen. Zum Beispiel hier, ne, dass, wie es eben von den Gelehrten erklärt wird, absolutes Bodhicitta ist das Erreichen it's attaining by meditating, also das Erreichen durch Meditation, und zwar die fundamentale Natur, die
über das, was wirklich die Natur aller Dinge ist, welche nicht auf rituelle Zeremonien bezogen sind. Also das Erreichen des Letztendlichen ist nicht abhängig von Ritualen. Nicht das Ritual ist. Das Ritual ist ein Hilfsmittel, das zeigt so. Ne? Wenn ich jetzt mit dem Finger auf die Lampe zeige, dann ist mein Finger und der Arm ist theoretisch das Ritual, aber man muss über das Ritual hinaus gucken, was ist die Bedeutung davon. Ja, und dann heißt es hier auf diese Art und Weise, wenn man dieses eben sich vergegenwärtigt und das dreimal rezitiert, dann wird man ein Bodhisattva. Und jetzt müssen wir beim Bodhisattva daran denken, es gibt dann, ich glaube, es sind drei Grundstufen. Das erste ist, wo wir die Absicht haben, also wir werden, wenn wir das rezitieren, dann haben wir noch nicht die erste Bodhisattva-Stufe, sind noch nicht ein Bodhisattva in dem Sinne, aber wir haben die innere Sehnsucht, dieses Bodhisattva-Verhalten zu leben und umzusetzen. Das heißt, wir üben und trainieren, dass wir das erfüllen können. Das funktioniert nicht sofort. Das ist die, wie sagt man, die Absicht, zu lernen, das zu halten. Dann legen wir das Gelübde dann wirklich ab, in dem Sinne, ich halte das. Und für das Halten des Bodhisattva-Gelübdes, das hatten wir schon mal, das werden wir auch irgendwann noch mal besprechen, da gibt es ganz viele Gelübdeteile, wo man sagt, durch was bricht man dieses Gelübde, dass wir dann wirklich unseren Geist trainieren, dass wir kein einziges Gelübde brechen. Man kann ganz allgemein sagen, wie bricht man sofort das Bodhisattva-Gelübde, ist, wenn wir ein einziges fühlendes Wesen aus dem Mitgefühl ausschließen, also zum Beispiel sagen, hey, also Adolf Hitler hat es nicht verdient oder Mao Zedong hat es nicht verdient oder Stalin, also die schließe ich aus dem Mitgefühl aus, die sind ganz böse. In dem Augenblick breche ich komplett das Bodhisattva-Gelübde. Und wenn ich so einen Gedanken habe und es nicht bis zum Abend wiederherstelle, dann ist es dauerhaft gebrochen. Und dann muss ich eigentlich es wieder neu aufnehmen. Das Problem ist, wenn wir es mal gebrochen haben und es nicht sofort wieder herstellen, dann gewöhnen wir uns an den Bruch und denken, wir halten es noch. Und brechen es kontinuierlich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Kettenreaktion von Bruch im Bodhisattva-Gelübde möglich ist. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Genau dieser Punkt, ne, dass wir rezitieren das dreimal, dann sind wir im Bodhisattva, am Anfang im Bodhisattva das Anstreben, also wir streben an, das Bodhisattva-Gelübde zu halten. Dann entscheiden wir uns, dass wir sagen, ich will wirklich dieses Bodhisattva-Gelübde halten und untersuche meinen Geist entsprechend der Unterweisung, wie ich dieses Bodhisattva-Gelübde zu halten habe. Und dann kommt der Punkt, wo du jenseits der Gelübde bist, dann bist du einfach ein Bodhisattva. Dann kannst du niemandem mehr einen Schaden zufügen. Also nicht absichtlich. Man kann mal ein falsches Wort treffen und jemand fühlt sich verletzt, was du dann nicht mitgekriegt hast oder so. Aber es gibt nicht mehr dieses Niederträchtige, so, ne, wo man versucht, anderen Schaden zuzufügen, was ja so eine beliebte Angewohnheit unter den Menschen ist, dass sie sich gegenseitig Schaden zufügen wollen. Und das ist meine Beobachtung in den vergangenen Jahrzehnten. Die Leute, die hier im Streit weggegangen sind und schlecht über diesen Platz geredet haben, sie haben wenn sie das Bodhisattva-Gelübde abgelegt haben, haben sie das Bodhisattva-Gelübde gebrochen. Denn weder Brigitte noch ich haben irgendein Verhalten an den Tag gelegt, das diese Haltung rechtfertigen würde. Mehr gibt es nicht.
Die Konflikte, die daraus entstanden sind, und wenn man die Leute dann beobachtet hat, ist so an dem einen Beispiel, ne, 2014 begegnete ich jemand, der damals in den 90er, Anfang der 90er Jahre ins Kammertal Jalin gekommen ist, er mit seiner Frau, total liebenswürdige, nette Leute, ne? Also wirklich richtig liebenswürdig und nett. Und ich traf ihn dann, ne, und ich wollte so, hallo, ach, wie geht's dir? Ja, Horst, du hast alles zerstört, du hast alles kaputt gemacht. Die ganzen Vorwürfe, die die Leute mir entgegengebracht hatten, hätten nie einer Überprüfung standgehalten. Die Leute waren einfach davon überzeugt, dass ich dieses oder jenes gemacht habe. Und damit haben sie ihr Bodhisattva-Gelübde gebrochen. Sie haben es gebrochen. Und sie sind eigentlich, ne, wenn du dir vorstellst, 2014, 2004 sind 10, 20 Jahre. Nach 20 Jahren sind die Leute mir gegenüber da in der Situation, waren sie nach 20 Jahren noch voller Hass und Zorn gegen mich. Wenn ich also in den 20 Jahren weiter dem Vajrayana gefolgt bin und die Grundlage für Vajrayana, damit das überhaupt funktioniert, ist das Bodhisattva-Gelübde. Du kannst Vajrayana nicht praktizieren ohne das Bodhisattva-Gelübde. Dann hast du das gebrochen. Das ist so. Ne? Es heißt in einem Text aus der Serie, die Jamun Kongdo Rinpoche über Weisheit geschrieben hat, da beschreibt er quasi den ganzen Pfad vom Buddhismus, so vom Anfang, die verschiedenen Stufen von der Theravada-Tradition, die verschiedenen Sichtweisen über Leerheit, über Bodhisattva und so weiter. Ne? Und da steht tatsächlich eine Stelle: Wenn du dich verachtend gegen einen Bodhisattva stellst, ist das Leidvolle, was daraus erwächst, wäre leidvoller, als würdest du alle fühlenden Wesen in einen Kerker einsperren. Das ist schon scheiße, ne? Also alle fühlenden Wesen irgendwo einzusperren, ihnen eine Freiheit zu berauben in einem Kerker, wo sie nicht Sonnenlicht und Fröhlichkeit erleben. Das ist schon eine große leidvolle Handlung. Das Ergebnis aus dieser leidvollen Handlung ist geringer, als wenn du einen Bodhisattva verachtest. Wenn du denkst, du könntest einen Bodhisattva kritisieren, du musst immer genau wissen, ob deine Kritik, die du an jemanden hast, sie muss fundiert sein. Ob das hier die Leute, die gegen Soka Rinpoche fighten, er ist ja nicht nur ein Bodhisattva, er ist ein Siddha. Die Leute, die verachten gegen Trungpa Rinpoche gesprochen haben, all diese Leute, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wenn ihr sagt, ja, ich glaube jetzt nicht mehr an Buddha, ja, Pech gehabt. Der Zug ist abgefahren, die Rakete ist gestiegen. Alle diese werden, ob sie wollen oder nicht, sie können es nicht mehr verhindern, sie werden in leidvollen Zuständen landen. Es wird in den Texten beschrieben, wenn du das nicht innerhalb der und der Zeit bereust, kannst du machen, was du willst. Du kannst versuchen, das Gelübde wiederherzustellen, geht nicht. Ne? Ich glaube, wenn 2 Jahre vergangen ist oder sowas, ne, irgendwo gab es sowas, vielleicht sind es auch 3 oder 4 Jahre, kannst du es in diesem Leben nicht mehr herstellen. Deswegen wird ja so viel gesagt im 7-teiligen Gebet. Das muss ich ernst nehmen, das 7-teilige Gebet, wo an dritter Stelle steht, ich bekenne und bereue jegliche leidvolle Handlung, die ich begangen habe. Das heißt, ich bereue jeden annähernden kleinen Riss oder Bruch in meinem Bodhisattva-Gelübde. Ich werde alles daran setzen, dass ich meine Gelübde halte, die ich abgelegt habe. Was ist das Gelübde der Zuflucht? Das Gelübde der Zuflucht bedeutet, ich gebe niemals den Willen auf, das Leiden zu überwinden, das Leiden im eigenen Geist zu überwinden. Deswegen nehme ich Zuflucht. Das Zufluchtsgelübde bedeutet, ich verspreche mir und allen Wesen, ich werde niemals den Wunsch aufgeben, mein Leiden endgültig zu befreien. Das steht in den Texten drin. Das ist nicht meine Erfindung.
Das ist dann nicht, dass ich hier den Bad Boy spiele, der die Leute mit Hölle bedroht. Es steht in den Texten drin. Die Menschen, ne, die hier weggegangen sind, ne, der eine Fall, ne, also er ist jetzt nicht mehr uns ganz so feindlich gegenüber gesinnt, ne, aber als hier noch alles Baustelle war, da lief er vor 8, 9 Jahren, lief er hier rüber und brüllte mich an, dass ich hier alles nur kaputt mache. Er selber hat finanziell und leistungsarbeitsmäßig keinen Beitrag mehr geleistet dafür, dass das irgendwie besser wird. Die ganzen Leute sind weggerannt und deswegen konnte es nicht weitergehen. Wir können ja nur etwas machen, wenn wir Geld haben, wenn wir Unterstützung haben. Und so wie der 17. Kammerherr in Amerika gesagt hat, ich bin nur eine Person. Also wenn die Schüler das nicht wollen, kann ich keine Aktivität ausüben. Da kann ich machen, was ich will. Und wenn er jetzt Zoom Unterweisung gibt, warum gibt er Zoom-Unterweisung? Ja, über Zoom kann er viele Leute erreichen. Aber ob er sie wirklich erreicht, wird sich nur dann ergeben, wenn die Leute sich entsprechend dieser Zoom-Unterweisung nach verhalten. Was würde das bedeuten im Fall für den Buddhismus bei uns in Deutschland? Er gibt Zoom-Unterweisung, erklärt, wie Mitgefühl, wie man in der Sangha zusammenarbeitet. Naja, dann würden die Leute sofort die Feindschaft gegenüber dem Karma Tenjaling fallen lassen. Sie würden die Nähe suchen. Ich weiß, ich habe in vergangenen Jahren den Katje-Vereinen, die es damals gab, die angeschrieben, mit ihnen gesprochen, lasst uns zusammensetzen, wenn Karmapa jetzt kommt, dass wir seine Aktivitäten zusammen unterstützen. Ich habe mir solche Abfuhren eingeheimt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Kein Interesse dran. Den Status bewahren, das kleine Zentrum, was man hat, wo man dann denkt, ja, wir machen jetzt ganz groß Dharma-Sachen. Und dann verkommen diese Institutionen zur Unterabteilung der Psychiatrien. Es wird dann Psychologie und Buddhismus und Buddhismus und Achtsamkeitspsychologie und lauter solche Sachen. Aber es steht nicht in den Texten drin, Psychologie. In keinem einzigen Buch steht drin, es ist ganz wichtig, die westliche Psychologie in der Zukunft im Buddhismus zu implementieren für die Westler. Es gibt auch gar keinen Grund dafür, denn was macht die Psychologie? Sie stärkt das Ich, das Ego. Das Selbst wird gestärkt. Und wie hat 1983 hatte Dagger Rinpoche im buddhistischen Haus in Frohnau einen Vortrag über Buddhismus gehalten und dann war Frage-Antwort und dann haben dann so die Leute sich gemeldet, ja, mit dem Ego und so, ne? Also das wäre ja bei uns im Westen ganz anders. Ne? Wir haben ja kein Ego richtig. Ne? Wir haben ein ganz kaputtes Ego und wir haben eigentlich kein Ego. Ne? Und guckt da, naja, es gibt ja bei uns auch viele Leute, die sich so umbringen und so und die so Probleme haben. Und dann sagt der Gerd Brimpoche, naja, sich selbst umzubringen, ist der höchste Akt von Egoismus. Das ist das Ego. Das Ego bringt uns um. Nicht das Nicht-Ego bringt uns um. Das Ego, was wir nicht haben, bringt uns um. Sondern das stabilste, fette, geilste, super, popper, truppi, fantastische Super-Ego bringt uns um. Das bringt uns dazu, unseren Körper zu zerstören, weil die Welt der Erscheinung sich nicht nach unseren Vorstellungen richtet. Und es gibt nur ganz seltene Fälle, wo ein Suizid zum Wohle der fühlenden Wesen gemacht wird. Das gibt es ganz, ganz, ganz selten. Ein Beispiel war große Lehrer. Ne? Sie wussten, dass sie da von den Gefängnisleuten da, von den Chinesen gefoltert werden. Und dann haben sie sich umgebracht, damit die Leute nicht das Karma auf sich laden, so einen großen Bodhisattva zu foltern und zu töten. Deswegen haben sie das gemacht, um die anderen zu schützen. Wir? Unser ist nicht, um andere zu schützen, sondern um anderen zu sagen, das habt ihr nur noch von der Sache, wenn ich mich jetzt umgebracht habe, dann sollte man sehen, wie er zurechtkommt ohne mich. Und ich weiß es von meinem Neffen. Der bringt sich sehr gezielt am Geburtstag seines Bruders um. Das ist so ein richtig schöner Stempel. Immer wenn der Geburtstag von dem Bruder dann ist, ist es gleichzeitig der Todestag seines Bruders.
Also wenn Sie Geburtstag feiern, können Sie auch gleich Trauer feiern. Ist doch nett. Und das sehen wir, das ist das Ego, das ist das Ich. Ja, und deswegen, wenn wir den Pfad aufnehmen, rennt nicht in der Dharma-Praxis. Versucht nicht schnell zu sein. Macht es wie Momo. Je langsamer wir in der Dharma-Praxis sind, je schneller sind wir. Je mehr wir denken, oh, ich will das ganz Große machen, da werden wir vom Ego gesteuert. Was bedeutet das kleine, langsame Gehen? Bedeutet, ne, stellt euch mal vor, ihr kennt jetzt gar nichts vom Buddhismus. Wir machen mal ein Spiel. Ihr kennt jetzt gar nichts vom Buddhismus und ihr hängt so in den Seilen mit all euren Wehwehchen und Problemchen. So, ne? Und die Leute sagen, ja, musst du zu Gott beten und so weiter. Ne? Und jetzt kommt da irgend so ein Typ an, so aus Asien, so aus Bildern seht ihr das dann, so ein goldener Mann. Und da heißt das, das ist die Lehre des Buddhas, der Buddhismus. Und er sagt, ey Alter, du leidest. Ja, ich leide. Es gibt einen Ausweg daraus. Nö, ehrlich. Doch, den gibt es. Und dann kommt dann die Antwort, kannst viel erzählen, was du willst. Ey, was ich dir sage, das kannst du überprüfen. Du darfst das wirklich überprüfen, was ich sage. Okay, wie kann man es überprüfen? Ja, immer nur schrittweise, richtig? Kleine Schritte, gucken. Alter, was hast du zu erzählen? Naja, ich weiß, was Leiden ist. Ja, du, das kenne ich auch, ne? Ich weiß aber, was die Ursachen des Leidens sind. Ja, meine Olle ist abgehauen, deswegen. Nee. Also wenn du die echten Ursachen von dem Leiden kennst, dann gibt es auch ein Gegenmittel. Und das habe ich rausgefunden. Ich weiß wirklich, was das Gegenmittel ist, wie du das Leiden auflösen kannst. Ich kann dir genau sagen, was das Leiden ist. Dein Leiden entsteht nur aus drei Grundfaktoren. Und dann hörst du dir das an. Dann setzt du dich zu Hause langsam hin. Und dann untersuchst du deinen Geist. Wie fühlt sich das an, wenn du so richtig aufgefressen bist von Eifersucht? Wie fühlt es sich so an, wenn du jeden, den du siehst, hasst? Wie fühlt es sich an, wenn du dich jedem gegenüber überlegen fühlst und du denkst, du hast besser drauf als die anderen und alle anderen sagen zu einem, du bist eben durchs Battle? Wie fühlt sich das an? Wenn du ganz gierig bist und du willst nichts teilen, und dann kriegst du mit, dass dein Arbeitskollege mehr Geld kriegt als du und du spürst dieses Gefühl von Hass, von Zorn, Wut, Eifersucht und untersuchst es. Und der Buddha behauptet, dieser komische Typ da aus Asien, diese goldene Figur behauptet, er sagt, dein Leiden entsteht nur aus diesem Hass, Eifersucht, Gier, Dummheit und Stolz. Und dann sagst du, nee, Alter, das können wir nicht vorstellen. Na, überprüf's doch mal. Und dann setzt du dich hin. Und dann guckst du in deinen Geist. Dann spielst du deine Eifersucht mal so hoch. Dann guckst du richtig, oh Mann, jetzt ist die mit dem anderen zusammen. Und dann guckst du nicht rein. Und dann guckst du, dass nicht der andere, wo sie da hingegangen ist und der andere das Leiden ist, sondern mein Geist macht das. Denn würde meine Partnerin sterben, wie lange würde ich meine Leiche in dem Bett liegen lassen? Ah, schnell, Grineisen, schnell, hol weg, ich kann das nicht sehen, ah, furchtbar. Weg damit. Aber vorher das festhalten wollen und am liebsten den Nebenbuhler erschlagen und dafür lebenslänglich ins Gefängnis gehen. Versteht ihr? Wir können es untersuchen, wir müssen es untersuchen. Wir müssen untersuchen, ob die Leiden wirklich dadurch entstehen. Dass eben nicht der Schmerz das Leiden ist. Der Schmerz ist eine Erscheinung. Das Weggehen vom Partner ist eine Erscheinung. Das Kommen eines neuen Partners oder Partnerin ist eine Erscheinung. Das Leiden entsteht nur
durch die Geistesgift. Und das, wenn er das behauptet und er sagt, untersuch das doch, schau in deinen Geist. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe Gott und die Welt und alle verantwortlich dafür gemacht, dass mir die Kacke hier gestanden hat. Dass ich eigentlich jeden Tag das Gefühl habe, Scheiße zu fressen. Und dann habe ich auf einmal rausgekriegt, es ist meine Entscheidung, ob ich Scheiße fresse oder nicht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Erleichterung das ist. Du merkst auf einmal, dass die Eifersucht, sie ist weltlich im verwirrten Zustand vollkommen berechtigt. Aber wer hat den Schaden von der Eifersucht? Doch nicht meine Ex, doch nicht der Typ, wo die dein Yin-Yang ist, sondern ich habe das Problem. Aus meiner eigenen Entscheidung, wo ich sage, ich habe doch das Recht, aller Welt eifersüchtig zu sein. Ja, klar. Weil ich schon mal am Wochenende gesagt habe, ich habe das Recht, mir mit dem Vorschlaghammer auf die Hand zu hauen. Und wenn ihr das langsam untersucht und nicht versucht gleich Tantra und sondern dieses Hinayana, dieses grundlegende Untersuchen, was ist das, was unser Leid erzeugt? Und wenn ihr das macht, wenn ihr wirklich da drauf guckt, ne, das ist keine Kokettiererei, worüber ich hier rede. Als ich das am Anfang, diese anderthalb Jahre da gemacht habe, ich habe alles, was er hat, zum Beispiel behauptet, dass jedem das grundsätzliche Gutsein innewohnend ist. Ja, ist eine Behauptung. Soll er mir erstmal beweisen. Und er sagt, der Buddha, beweis dir doch selber. Ich sage, das Gutsein ist da drin. Da musst du mal deine Glüsen selber aufmachen. Musst du selber mal hinkicken. Und das habe ich dann gemacht, meine Arbeitskollegen. Ich habe sie beobachtet. Und dann habe ich gesehen, dass die Arbeitskollegen sich gegenseitig geholfen haben, ohne dass sie einen Vorteil hatten, ohne dass sie eine Erleichterung hatten, ohne dass sie auf Dank gewartet haben. Sie haben sich sogar manchmal geholfen, selbst wenn sie sich nicht grün waren. Sie haben es einfach getan, weil sie gar nicht anders konnten. Und ein Beispiel habe ich euch mal erzählt, diesen Hammer, ne, wo zwei Leute in der Fabrik, die konnten sich nicht ausstehen. Die haben sich gehasst. Jeder wusste das. Am liebsten würden sie sich an die Gurgel springen. Da war Mittagspause, ne? Und wir hatten ja früher als Arbeiter immer unsere Stullen dabei. Hat ja nicht jede Fabrik hat eine Kantine gehabt. Hast du deinen Frühstücksraum und Mittagsraum gehabt, machst du deine Tasche auf, ne? Und der Typ greift in die Leere. Stullen zu Hause vergessen. Und du hast noch, war beim Frühstück, da hast du noch 5-6 Stunden Arbeit und Heimfahrt. Und dein Magen knurrt dir, ne? Und du denkst, so eine Scheiße, ich muss hier noch arbeiten, ne? Und dann war nur der Platz, war neben dem Typ frei, den er eigentlich nicht leiden konnte. Dann saßen die beiden Feinde nebeneinander. Und er greift in die Tasche rein und sagt, so eine Scheiße, ich hab meine Stullen vergessen. Und der andere, wie ein Reflex, nimmt die Hälfte seiner Stullen und gibt sie seinem Feind. Und da habe ich gedacht, okay, Buddha, jetzt, okay, hast ja recht, ist ja gut. Da wusste ich, dass dieses grundsätzliche Gutsein ist in uns innewohnend. Es ist nur immer wieder überdeckt durch unsere Geistesgifte, unser Zorn, Hass und Ärger, der absolut sinnlos ist. Ne? Immer wieder auf der Hand hauen, das ist scheiße, ne? Wenn wir das nicht überprüfen, sondern das als gelesen übernehmen und es dann wiedergeben, verändert es uns nicht. Deswegen steht ja hier drin, die Rituale, die bringen das nicht. Wir müssen die Umsetzung im Geist haben. Darauf einlassen, Vertrauen zu haben, es auszuprobieren. Nicht Vertrauen haben, blind den Lehren vertrauen. Was sehr viele im Westen sind, blindgläubige Buddhisten. Und es berührt sie so wie der Kieselstein im Bachbett, der da liegt. Ne? Liegt da im Wasser, ist er nass, packst ihn raus, die Sonne scheint einmal drauf, ist ein trockener Stein. Dann ist kein Wasser eingezogen. Wobei das nicht mehr ganz so stimmt, ne? Seitdem Klaus mir gesagt hat, dass auch in diese Granitsteine Feuchtigkeit reingeht. Also dass es auch Wasser saugt, wusste ich nicht. Ne? War ich ja erst seit Klaus. Ne? Ist mal gut, dass man gute Handwerker hat, die intelligenter sind, wie einer selbst so ist. Ne? Kannst echt immer noch viel, viel lernen. Ne? Also symbolisch gesehen, ne? Sagen wir mal eine Eisenkugel. Ne? Eisenkugel, ne? Legt im Wasser, nimmst du raus und dann scheint die Sonne drauf und trocknet. Am besten Edelstahlkugel, ne? Dann haben wir keine Diskussion mit Rost oder sowas.
Dann haben wir es eindeutig. Ne? Eisenkugel liegt im Bachbett, wir nehmen es raus, die Sonne und nichts zieht an. Solange es im Wasser drin ist, fühlen die Leute und die Leute, die uns wahrnehmen, denken, wir haben etwas mit der Lehre des Buddhas zu tun. Aber wir sollten so sein wie ein richtiger Schwamm, so richtig porös, der quasi so wie ein Vakuum das Zeug aufsaugt. Das ist das, was wir brauchen. Und es funktioniert halt nur, außen haben wir so eine kleine, wie eine Eierschale, ne? So ein bisschen. Ne? Und diese Eierschale zerbröselt, je mehr Vertrauen wir erlangen. Vertrauen erlangen wir aber nur, wenn wir das überprüfen. Wir müssen wirklich überprüfen, ob das so ist. Und dann ist es, ne, wenn wir die Zuflucht nehmen, dann hat jeder Satz die Bedeutung. Wenn wir das rezitieren, ist es jedes Mal wieder, dass wir neu das Gelübde sprechen. Es ist, dass es immer wieder neu uns erinnert, wir wollen nicht leiden. Und wenn es gibt so einen Punkt, so am Anfang nähert man sich dem an. So ist es mir auch am Anfang gegangen. Ich habe der Grund, warum ich überhaupt der Lehre Buddhas mich darauf eingelassen habe, war, dass ich eben Bilder vom 16. Karmapa gesehen habe und gedacht habe, wie kann ein Mensch so ein Mitgefühl haben wie dieser 16. Karmapa? Ich habe das Bild gesehen und gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Weil ich habe viel so Porträtzeichnungen machen wollen und Gesichter haben mich immer interessiert. Und das, was der gehabt hat, das war echt der Hammer. Ne? Das Bild gesehen und dachte, der würde mich niemals betrügen. Und dann habe ich die einfachen Erklärungen da in dem Buch gelesen und ich konnte sie sofort überprüfen. Alles ist vergänglich, habe ich gesagt, ja, so oberflächlich, ja. Das, was du dir einbrockst, ne, Karma, ne? Das hast du selber verursacht, nicht Schuld, sondern hast du verursacht, so, ja, kann ich mit. Ne? Und es ist logisch, wenn alles vergänglich ist, all den Reichtum, all die Zuneigung, alle meine Freunde, alle meine Feinde, sobald ich sterbe, verliere ich alles. Alles ist weg. Vergänglichkeit. Alles zusammengesetzte Vergänglichkeit ist weg. Und dann stand eben das erste, der kostbare Menschenkörper, wo ich gar nicht so richtig zuordnen konnte. Aber ich sagte, naja, da steht dann, ein Buddha ist erschienen und dann gibt es die Übertragungslinien. Naja, okay, kostbarer Menschenkörper, also ich brauche keinen zweibeinigen Dosenöffner, wenn ich jetzt irgendwas essen will. Ne? Und ich muss nicht draußen rumlaufen und Mäuse totbeißen, um davon zu leben. Ich kaufe die Mäuse bei Aldi aus der Dose. Oder die Vögel. Ne? Also ich brauche diesen Weg nicht, ne? Mit Menschenkörper kann ich das halt alles selbst machen. So, ne? Deswegen kostbarer Menschenkörper. Da habe ich einfach gar nicht die feinen genaue Beschreibung. Ne? Und es stand drin, dass unser Leiden eben nur durch diese drei Faktoren steht. Und dann eben dieser berühmte Satz, der Buddha hat gesagt, wir sollen das im eigenen Geist überprüfen. Er fordert uns auf, das zu überprüfen. Genau das habe ich gemacht. Was ich aber parallel dazu erlebt habe, dann haben die Leute weit fortgeschrittene Texte, zum Beispiel die Sadhanas, die wir benutzen, die Meditationstexte, die wir benutzen, das habe ich erst seit 15 Jahren, weiß ich das, sind die Texte für fortgeschrittene Praktizierende. Also wir haben gleich am Anfang haben die Lehrer, weil sie dachten, wir würden alles richtig verstehen, haben wir fortgeschrittene Texte bekommen. Die einfachen Grundlagen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, hat jemand gesagt, das hast du in 5 Minuten, weißt du das auswendig. Ne? Also um diese 8 Punkte sich vor Augen zu führen, 2-3 Minuten, dann weiß man das auswendig, ja, kenne ich. Und dann arbeiten die Leute aber nicht mehr damit. Dann denken sie, sie haben das gelernt und das ist es dann. Aber das ist ja nicht die Lehre des Buddhas, sondern die Lehre des Buddhas zeigt auf und er sagt, ja, guck am Arm vorbei, da ist die Lampe. Versuche das zu sehen, was der Zweck dahinter ist. Und das ist bei diesem Aufbau, den wir machen, dass wir wissen, wir als Westler, wenn wir dem Buddhismus begegnen, und das ist damals passiert. Die Leute haben sich sofort eingetaktet, als wären sie die höchst qualifizierten Schüler. Den Grundkram, als brauchen wir nicht. Ja, wir rezitieren das da, die Zuflucht und dann diese 4 Unermesslichen oder Bodhisattva-Gebet. Und dann fühlen wir uns ganz toll. Und dann gucken wir immer, dass wir die Kernunterweisung bekommen, immer die höchsten Sachen. Und die Lehrer haben uns vertraut, die haben gedacht, wir verstehen das. Man sieht von außen nicht in der Regel, ob man es versteht. Besonders, wenn man die Mimik der Leute in der Kultur nicht kennt. Die unterscheidet sich nämlich. Ne? Tibeter und Asiaten verhalten sich anders. Sie reagieren ganz anders. Ne? Und für mich ist es so,
Ne, ich kriege schon so ein bisschen mit, wenn Leute da sitzen, ob da eine Offenheit ist oder nicht. Die Körpersprache, ne? Das gab ganz viele Leute auch bei Kano Rinpoche, ne? Die haben dann bei den Unterweisungen so dann da so gesessen. Und so. Oder sie haben so. Und dann, wenn du nachher mit den Leuten gemerkt hast, ne, dann hast du gemerkt, sie waren zwar da, aber nicht dabei. Sie haben die Zeit, die kostbare Zeit da abgesessen, also haben sie es auch gedacht, sie haben es dann umgesetzt. Ne. Und andere, ne, zum Beispiel, also das habe ich ganz ehrlich gesagt bewundert. Das habe ich echt bewundert. Ne. Andere hatten so ein Handy in der Hand, ne, und sie hat gesprochen und dann haben die Leute sich die Notizen reingetippt. Das konnte die ganz schnell, ey. Ich habe solche Augen gekriegt. Oh. Ich bin mit Handschreiben kaum hinterhergekommen, was die da so reingeklickert haben. Und es ist natürlich, es ist hilfreich, wenn man sich Stichpunkte macht. Das habe ich die Erfahrung gemacht. Ne? Also immer in der Regel, wenn ich richtig am Kurs bei Kano Rinpoche dran teilnehme, dann habe ich immer etwas zu schreiben dabei. Und ich habe lauter Glatten, wo ich das reingeschrieben habe. Weil durch das Schreiben ist die Konzentration mehr fokussiert. Aha, das, das, das. Und das da noch und dann schnell hier und so. Ne? Und ich bin nicht so schnell im Schreiben. Also Stenografie wäre eigentlich was Geiles gewesen, wenn ich das gelernt hätte. Habe ich aber leider nicht gelernt. Ne? Heute glaube ich, gibt es kaum noch jemand, der Stenografie lernt. Ne? Und wir dürfen, das darf man bei Kano Rinpoche nicht machen, dass man dann Handy hin und aufnimmt. Ne? Also das will sie auf keinen Fall. Denn die Leute nehmen das dann auf, legen es ab und dann verbreiten sie es nachher im Internet und die Leute verstehen es dann nicht. Das ist nicht so, dass Non plus ultra, was ich kann auch wirklich drunter vorstellen. Naja, auf jeden Fall siehst du dann so diese Leute, ne, dass sie dann so am Anfang und dann kriegst du dann so mit, dass sie dann so zwar dann dabei sitzen und wenn du dann draußen die Leute auf dem Flur triffst und wenn sie dann sagen, ja, das kenne ich schon alles, ah, habe ich schon mal da bei dem und dem Lehrer gehört, brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, ich komme eigentlich hier wegen Kano Rinpoche, das ist schon toll und so. Naja, wir machen ja auch hier den Kurs, aber das kenne ich eigentlich schon alles. Oder ne, wir haben dann irgendwelche so spezielle Yoga-Übungen gemacht und dann wurde das dann so vorgezeigt, so Übungen. Ne? Und Kano Rinpoche sagt, kommt dann rein und sagt, ey, das musst du viel kräftiger machen. Und dann haben sich dann Leute, ja, wieso kräftiger? Das tut schon weh genug und was soll das überhaupt? Also ich lasse mir hier jetzt nicht mehr irgendetwas unüberprüft hier einfach von den Lehrern sagen. Wenn wir so weit gehen, dass wir so Yoga-Tantra-Übungen machen. Wenn wir meinen, da müssen wir noch was überprüfen. Ja, Leute, das ist so Elektrotechnik, okay? Du kennst dich aus in der Elektrotechnik. Ne? Das wäre dann so, ne, wo du eigentlich schon die ganzen Formeln weißt du eigentlich. Ne? Und dann stehst du dann vor der Maschine, da, die da zusammengeschraubt werden. Und dann nimmst du deine Formensammlung und guckst mal rein, ob da die richtigen Widerstände drin sind, die in der Maschine eingebaut sind. Und du sagst, ja, das muss ich nochmal überprüfen. Wo dann das Vertrauen nicht da ist. Ne? Am Anfang, unser Vertrauen basiert darauf, dass wir die ganze Zeit überprüfen. Das ist das, wie wir unser Vertrauen aufbauen. Das ist wichtig, das zu machen. Und das ist das, was bei mir passiert ist, als ich diese Grundlagen geprüft habe, ist das Vertrauen in mir entstanden. Versteht ihr? Das Vertrauen geht dann nie wieder weg. Da gibt es dann keinen Zweifel. Da war dann nicht im vierten, fünften Jahr, dass dann Zweifel gekommen sind, weil ich diesen Block, das, was ich in dem anderthalb Jahr geübt habe, das habe ich später noch mindestens 15 Jahre weiter immer und immer und immer und immer wieder durchgekaut. Dadurch war mein Vertrauen unerschütterlich. Um mich herum haben die Leute Tantra studiert und Dzogchen studiert und Mahamudra studiert. Und die haben dann gesagt, ja, Horst, du müsstest doch auch mal. Und ich habe immer gesagt, Scheißdreck muss ich. Ja, das war meine Redensweise. Scheißdreck muss ich. Ich muss gar nichts. Ich habe es getan, dieses Überprüfen, weil ich sicher sein wollte. Ich habe noch nach 10 Jahren gesagt, wenn jetzt jemand ankäme, wo bestimmte Erfahrungen mir wirklich noch gefehlt haben, ich dachte, wenn jetzt jemand ankäme und würde mir beweisen, dass der Buddhismus Mumpitz wäre, dann würde ich es auf der Stelle fallen lassen.
Aber ich habe weiter geprüft, weiter untersucht und habe im Laufe der Zeit immer und immer mehr die Erfahrungen gemacht, von denen Sie geredet haben. Nicht im Sinne von, dass ich jetzt sage, ich habe eine Realisation erreicht, sondern ich habe realisiert, dass ich im Leiden gefangen bin, dass meine störenden Gefühle meine Leiden erzeugt und nicht der Nachbar oder der Staat irgendwer, sondern dass ich für meine Lage selbst verantwortlich bin, nicht jemand anders. Und dass ich hundertprozentig weiß, wenn ich ins Gras beiße, ich werde wiedergeboren. Und ich habe mich dann gefragt, wie ich meine zukünftige Existenz bestimmen kann. Ich kann sie nur dadurch bestimmen, durch meine Handlungen. Wenn ich mir also jetzt ganz viele leidvolle Handlungen angewöhne, dann werde ich diese leidvollen Handlungen auch im nächsten Leben haben. Durch meine leidvollen Handlungen in diesem Leben erfahre ich ja schon in diesem Leben leidvolle Situationen. Also möchte ich nicht leiden, dann muss ich das jetzt machen. Ich kann dann nicht sagen, naja, ich probiere es mal aus, ob das mit der Wiedergeburt, vielleicht doch nicht, vielleicht, ne, wie soll das sein, und die Samen wird als Tier wiedergeboren. Und dann immer diese Zerredende durch Zweifel und Zögern. Wenn die Grundlagen stimmen, und die Grundlagen darin drin stimmten tausendmal genauer als alle Philosophien und alle Religionen, die ich jemals in die Hände gekriegt habe. Und ich kann euch wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe damals die 4-5 Jahre, habe ich von Judentum bis Scientology, alles, was mir an spirituellem Kram in die Hand gekommen ist, ich habe mir Bücher in die Hand genommen, quer gelesen, wenn da irgendwas dran stand, was nicht nachvollziehbar war, ja, das muss ich glauben oder so, war nichts für mich. Sofort weg. Deswegen habe ich so viele Dinge durchgelesen, ne, und gelesen, nee, ist nichts. Ne. Und ich habe auch die Philosophen wie Platon und Kant und Voltaire und Kierkegaard und wie sie alle heißen, Jung und Janov und Freud und Alice Miller und all den Kram übergelesen. Und überall habe ich festgestellt, nichts davon stimmt. Da, ein Teil stimmt, kleine Stücke stimmen, okay. Aber die nutzen mir nichts. Was nutzt es mir? Ich will ein Haus bauen und dieser eine Stein, der stimmt. Aber alle anderen Steine stimmen nicht. Dann brauche ich nicht weiter mehr etwas damit machen. Und deswegen, weil ich dann festgestellt habe, ich bin schrittweise gegangen und im Buddhismus war es so, dass jedes einzelne Stück, was ich überprüft hatte, war in sich logisch und schlüssig. Und dadurch habe ich Vertrauen gehabt, ein unerschütterliches Vertrauen. Und da habe ich mir gedacht, wenn der Lehrer da erzählt, rezitiere häufig dieses Mantra. Und entwickle Vertrauen. Ich verliere doch nichts dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel Theater und Muni Muni Maha Muni Yesoha sage, ich weiß nicht, ob es wirkt oder nicht wirkt, aber in der Zeit sage ich wenigstens nicht zum Nachbarn, du bist ein Arschloch. Also ist schon mal meine Sprache, ist gezähmt dadurch, dass ich das ausspreche, ob ich weiß, ob das wirkt oder nicht. Ich sage einfach, ich vertraue dir mehr. Und dann heißt es, dadurch werden die Schleier, die wir haben, nehmen ab. Dann entscheide ich mich, okay, ich befasse mich damit. Ich kann das noch nicht beweisen. Aber warum sollen die Lehrer mir Scheiß erzählen? Soll ich das andere, stimmt alles? Und dann vertraue ich. Und dann habe ich da nebenbei gemacht, ich verliere nichts dabei. Wenn ich dann in meiner Freizeit oder ich gehe irgendwo durch den Park und sage dann Theater, Muni, Muni, Mahamun, Theater, Muni, Muni, Mahamun, ist so. Und am Anfang haben die Lehrer, ne, deswegen habe ich jetzt auch, ich habe sie wieder gefunden. Ne? Die meisten Buddhisten sind damals ganz viel mit Maler durch die Gegend gerannt. Und haben dann Mantren rezitiert. Ne? Und das Schöne ist, wenn man wirklich Vajrayana-Einweihung hat und man hat eine Mala, dann ist die Mala der Freund. Die Mala erinnert dich immer daran, Mantren zu rezitieren. Deswegen ist sie dein Freund. Sie erinnert dich. Und immer, wenn du ein Mantra rezitierst, dann in der Zeit machst du mit deiner Rede, was du hast, Geist und Rede, da machst du dann gerade etwas nicht Leidvolles. Du bist nicht, hängst nicht deinen störenden Gefühlen nach. Und daher ist das, sind schon alleine, ob das wirkt oder nicht. Du weißt, genau in der Zeit machst du mit deiner Sprache, bist gerade nicht am Lügen, wenn du Omane Pemo, Omane Pemo, Omane Pemo machst. Dass wir uns das klar machen. Auch wenn wir nicht die Wirkung sofort erkennen können, können wir aber sagen,
hat es einen Vorteil. Ja, der Vorteil ist größer, wenn ich Mantren dann rezitiere, dass ich in dieser Zeit keine Scheiße baue. Und das ist so einfach, Scheiße zu bauen. Ihr wisst, wie gut das geht. Ne? Viel essen und auf die Toilette gehen. Ne? Ich meine das aber natürlich auch auf der mentalen Ebene, wie wir das machen. Ne? Und die Steigerung des Vertrauens, was so dann eben bei mir gewesen ist, ne? Dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt erstmal nicht alles überprüfen. Also überprüfe ich das, was ich vordergründig überprüfen kann. Das waren die vier grundlegenden Gedanken, das waren die Sachen, wie Leiden entsteht, dann dieses grundsätzliche Gutsein, das in jedem innewohnt ist, das habe ich dann erlebt. Ne? Und dass die Probleme, die ich habe, nicht die anderen erzeugen, sondern dass ich sie mir selber erzeuge. Ne? Und dann hörte meine Feindschaft, die ich ja jahrelang mit mir getragen habe, mit Gott und der Welt, wo ich schon alleine die Vorstellung, es gäbe einen Gott, ich gnade dir Gott, ey, kann ich nur sagen. Also ich hätte ihn damals, ich habe immer früher immer gesagt, wenn es den Gott wirklich gäbe, und ich würde ihm begegnen, ich würde ihn mit dem Knüppel durchschlagen. Weil der eben, wenn er alles geschaffen hat, dann hat er auch die Krankheiten geschaffen, dann hat er Tiere geschaffen, hat, dass so eine Katze da rumläuft und dann Vögel isst und Mäuse isst. Ne? Was ich nicht sehr lustig finde. Das hat er. Wenn das Gott gemacht hat, dann hat er das auch gemacht. Und dann ist Scheiße gelaufen. Dann hast du auch einen Adolf Hitler produziert und einen Stalin, da bist du dafür verantwortlich. Und dann kommen ja dann die Christen und sagen, ja, das ist der freie Wille. Sag ich, okay, ne? Kind wird vergewaltigt, das ist freie Wille von einem Kind, das vergewaltigt wird. Dass man ihm dann die Fingerchen und die Händchen abschneidet. Das ist freier Wille. Ja, komm mir mal damit. Deswegen war ich immer so sauer darauf. Und ich hatte einen Hass da drauf gehabt. Und deswegen ist der Hass und die Wut und Zorn gegen andere ist abgefallen in dem Augenblick, wo mir klar geworden ist, ich kreiere mir meine Höllen selber durch diese Geistesgifte. Und dann habe ich es ausprobiert. Und habe die Erleichterung erfahren. Versteht ihr? Wir müssen die Erfahrung machen, dass das Erleichterung ist. Wenn wir keine Erfahrung machen, haben wir auch kein Vertrauen. Dann denken wir, naja, der Buddhismus ist genauso ein religiöser Mumpitz wie der von anderen. Och, dann machen wir das dann. Und das ist so, ja, unsere Eigenverantwortung. Wenn der Buddha die Wesen befreien könnte, hätte er uns schon längst befreit. Er kann uns nur den Weg zeigen. Ich sage immer, ne? Ich trinke. Jetzt ist euer Mund ist benetzt und ihr habt keinen Durst mehr. So logisch ist das zu denken. Gott könnte uns. Jemand anders könnte uns. Den Weg müssen wir selber gehen. Den Weg zeigt der Buddha auf. Es ist unsere Entscheidung, ob wir diesen Weg auch wirklich aufnehmen. Und das Mitgefühl, das Bodhicitta, das Relative, ne, wo wir da von dem Bodhisattva-Gelübde sprechen, ne, wenn wir den Pfad des Bodhisattvas gehen. Als ich damals das erste Mal von dem Bodhisattva-Gelübde gehört habe, habe ich gesagt, das ist das Geilste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich will unbedingt das große Bodhisattva-Gelübde ablehnen. Ich habe davon gehört, es gibt das so groß und es gibt das klein. Und bums, da passiert das. Dann ist tatsächlich in Wachendorf in der Eifel hat Shama Rinpoche das große Bodhisattva-Gelübde gegeben. Ich war so durchdrungen von der Freude daran, das zu machen, weil ich wusste, wenn ich diesen Weg gehe, mein Leiden löst sich auf. Nicht meine Schmerzen. Mein Leiden löst sich auf. Ich muss nicht mehr sauer sein. Ich muss nicht mehr parteiisch sein. Ich muss nicht mehr ablehnen. Ich muss nicht mehr anhaften, ich muss nicht mehr gierig sein. Dann ist alles getan. All meine Sorgen, all meine Kümmernisse. Hatte ich damals, als ich davon gehört habe, dass es dieses Bodhisattva-Gelübde gibt, da habe ich gedacht, was kann es Besseres geben als das? Weil es ehrlich, weil es aufrichtig ist. Es hat nichts zu tun mit Mitleid, nichts zu tun mit irgendetwas von oben herab. Sondern dadurch, dass ich mich verändere, schade ich andere nicht mehr. Und ich schade mir selber nicht mehr. Und dann habe ich damals mit ganz großer Freude, dann hat auch jeder einen Bodhisattva-Name bekommen. Und ich habe auch eigentlich genau den Bodhisattva-Namen bekommen, den ich verdient habe. Der Doktrinhalter. Weil ich immer gesagt habe, ich würde an der Lehre des Buddhas nicht ein Seidenhaar ändern.
Nee, ein Seidenhaar. Weil du nie weißt, was du änderst, was fehlt, was du dadurch veränderst an der Funktion. Und wir denken, wir hätten es drauf, wir könnten irgendetwas verändern, wir könnten irgendetwas vereinfachen. Das funktioniert nicht. Und was dann automatisch entsteht, dass wenn du dich darauf einlässt, ne, dass du zum Beispiel, ne, um dich herum können die Leute viel mehr Geld haben als du, viel mehr Geld verdienen als du. Das ist kein Neid mehr. Und ich gebe zu, ich habe noch ein Ego, ja, ist klar. Ne. Es gibt so ein paar Grundsachen, an denen ich noch Anhaftung habe. Ein Dach über dem Kopf, eine Decke zum Zudecken und genug zu essen. So. Und das ist kein Kunststück, das kriege ich hin. Und alles andere ist Luxus. Also bin ich reicher als die meisten Leute, die mehr Geld haben als ich. Weil es reicht. Ich habe nicht die Gier, noch mehr haben zu wollen, denn die Leute, die ich erlebe, die viel mehr haben als ich habe sie nicht als glücklicher erlebt, sondern eigentlich in der Regel immer als unglücklicher erlebt. Deswegen, wenn wir das machen, versucht zu euch selbst ehrlich zu sein. Hört auf, euch zu belügen. Ehrlich. Richtig. Und nach außen kriegt es doch keiner mit, ob ihr ehrlich zu euch seid oder nicht. Und ihr vergebt euch auch nichts, wenn ihr ehrlich seid zu euch selbst. Und wenn ihr dann so merkt, dass ihr mal so das Gefühl habt, ja, das ist mir alles zu viel mit dem Buddhismus, dann musst du dich einmal mal fragen, und? Willst du gerne leiden? Findest du das cool? Als Regenwurm auf dem Angelhaken aufgezogen werden? Ja, das kann mir nicht passieren. Ja, weißt du das? Es ist toll, irgendwo hier als Reh durch den Wald zu laufen. Ah, so schön, kannst du essen. Und du musst immer Angst haben, du wirst erschossen. Wirst vom Wolf gerissen. Dann bist du ein Wildschwein. Wenn du Wildschwein sind, so her. Ne? Und besonders, wenn es dann irgendeine ansteckende Krankheit gibt, da werden alle gekeult. Willst du gerne ein Huhn in der Massentierhaltung sein, jeden Tag ein Ei legen und wenn du nicht mehr legst, dann Köpfchen ab? Oder noch halb tot, der Kopf nur halb ab ist und du halb tot bist und dann wirst du in die brühende Suppe reingehalten und du hast keine Zeit zum Sterben, sondern du hast nur Zeit zu leiden. Wollt ihr das wirklich? Das habe ich mir damals durchgemalt. Ich habe richtig mir das ausgemalt, was das bedeutet, weil ich damals nicht wusste, und die nicht wirkliche Klarheit darüber habe, ob es wirklich Höllenbereiche gibt, so wie sie beschrieben werden, habe ich mir gedacht, schon alleine die Höllen unter Menschen und Tieren, die reichen mir schon. Stell dir vor, ihr seid so ein Stör mit Kaviar im Bauch. Die töten dich nicht. Die schlitzen dir den Bauch auf, nehmen dir das Zeug raus und schmeißen dich wieder ins Wasser rein. Weil das Fleisch überhaupt mit an Bord und dann irgendwo hin, das ist der Transport, das ist viel zu teuer, das bringt doch nichts. Ne, die schwarzen Kügelchen, da brauchen wir viel Platz auf dem Schiff. Und dann, wenn du Beifang hast, ne, gibt es hier so irgendwelche Delikatessen von irgendeinem Fisch. In Südafrika habe ich das gesehen. Ne? Wenn du dann so, ist so was Ähnliches wie heißt unsere, diese Fladenfisch, den es immer hier so gibt. See. Wisst ihr, so ein ganz flacher Fisch, so ein heller Fisch. Gibt immer so eine Zeit, so Flunder, ja. Ja. Wenn die Leute dann diesen Fisch dann so bestellen, und da gibt es den eben so einen ganz speziellen, der da unten an der südafrikanischen Küste da so gefangen wird. Ne? Für diesen kriegen sie ganz viel Geld. Das Netz ist aber voll mit anderen Fischen. Und den Beifang schmeißen sie wieder über Bord. Aber die meisten davon sind tot. Und sei so ein Beifang. Oder sei der Fisch, für den, nur weil du der Fisch bist, sterben wegen dir dann 1000 Fische. Auch das ist karmische Verbindung. Willst du das wirklich? Hast du Bock da drauf? Hast du Bock, ein Hai zu sein oder ein Delfin, der in Japan an eine Küste getrieben wird und dann in einem Blutmassaker niedergemetzelt wird? Wollt ihr das wirklich? Das ist alles das, was die Möglichkeit ist, dass es uns trifft. Und all die Leiden sind nicht mehr als ein Staubkorn von dem Leiden, was möglich ist. Denn wenn man wirklich genau liest, die Höllenzustände, die Bodhisattvas gesehen haben,
Und wir haben einen Amerikaner, der hat das beschrieben, als er so eine Art Nahtoderfahrung hatte. Da wurde er vom Buddha der Hölle quasi sein Gewahrsein abgeholt und da hat ihm die Hölle gezeigt. Und dann hat nachher ein weiblicher Bodhisattva in der Hölle und hat ihm dann weitere Fälle gezeigt. Und da waren dann so die Fähigkeiten, dass diese Wesen dann sagen konnten, warum sie da in der Hölle sind. Lest das Buch mal über die Höllen. Leider ist es auf Englisch. Ne? Das Buch hätte man ins Deutsche übersetzen sollen. Das ist wichtiger als ein Buch über Abhidharma ins Deutsche zu übersetzen. Ja, ist okay. Ne? Aber es ist eigentlich, hilft es uns nicht viel. Die Höllen, zu verstehen, wie die Höllen funktionieren, das ist in diesem Buch wunderbar beschrieben. Wir machen die Höllen durch unseren Geist höchstpersönlich selbst. Unser Körper dämpft uns die Aktivitäten unseres Geistes, sobald der Geist vom Körper getrennt ist, kann der Projektionen hervorrufen, denkt an eure Albträume. Da schaffen wir uns ja unsere eigenen Höllen. Habt ihr zudem irgendwelche Fragen? Seid ihr fix und alle? So seht ihr auch aus. Du bist nicht so lange, du brauchst ja nicht mitreden, weißt du? Kommt als Letzter, will als Erster gehen, verstehst du? Ja. Ich wünschte mir, falls wir uns das nächste Mal wieder zu so einem Wochenende treffen, rafft euch mal wirklich auf. Schreibt auf einen Zettel nieder, was euch bewegt, den Pfad zu gehen, was euch bewegt, diesen Pfad eventuell aufzugeben. Schreibt auf, was euch daran hindert, diesen Weg zu gehen, was eure Hindernisse sind. Versucht es so zu schreiben, dass es neutral ist, dass ich eure Schrift nicht erkenne. Also am besten wäre es, ihr würdet das tippen. Und dass ihr mir einfach das Getippte in die Hand gibt. Also im Computer irgendwie. Kannst du nochmal die drei Sachen sagen? Bitte. Was habe ich gesagt? Was uns bewegt, den Pfad zu gehen. Genau. Genau. Was uns daran hindern kann. Also nicht eventuell aufzugeben. Ne? Ja genau, was uns dazu führen könnte, den aufzugeben. Und das Dritte? Was uns daran hindern könnte, den aufzugeben, warum wir ihn gehen, welche Hindernisse wir kennen. Naja, also genau. Eben, was ist das, was uns daran hindert, wo wir das Gefühl haben, was sind die Schwierigkeiten, die wir haben, nicht nur was uns hindert, sondern wo empfinden wir die Schwierigkeiten. Das könnt ihr den anderen, also die eventuell vielleicht später mal daran teilnehmen, das auch weitergeben, dass wir einfach das mal niederschreiben und ganz ehrlich, ne? Und einfach so, schreibt nicht euren Namen drauf, aber dass wir das mal sammeln, dass wir sehen, was uns wirklich bewegt und seid dann einfach ehrlich. Dann ist es nicht, dass wir dann sagen, ach Wolf, haha, das bewegt dich also, weil lauter hübsche Frauen da sind. Naja, natürlich wäre es günstiger, wenn schon in 2 Wochen, ne? Aber es kann auch in 4 Wochen sein. Überhaupt, dass ihr mir irgendwann mal so einen Zettel in die Hand gebt, damit, ja. Ja, das ist ja nicht mal. Nein, einfach auf weißes Papier gedruckt. Ich packe die alle zusammen und lese sie erst, wenn ich mehrere habe. Okay, versprochen. Es geht mir auch darum, dass wir uns nicht schämen über das, was uns hindert. Weil ich merke, ne, ich habe hier das Gefühl, ich weiß, dass es einfach ist und ich habe immer das Gefühl, so im Trübenfischen so ungefähr, ne, wo ich merke, dass beim Gegenüber, bei euch, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht an. Also wo ich dann merke, es fehlt diese, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne, es gibt irgendetwas, was euch hindert. Es gibt irgendetwas, was es euch schwer macht. Es gibt irgendeinen Hintergrund. Ne? Vielleicht ist es bei jemandem überhaupt nicht.
Aber definitiv, die meisten von uns haben Schwierigkeiten, sonst hätten wir die Schwierigkeiten ja nicht. Dann wäre alles viel einfacher. Ne? Wir würden ganz viele Fragen, die wir manchmal haben, die sich eigentlich selbst erklären, die würden wir gar nicht mehr haben. Und sie entstehen aus dem Mangel an Zuhören. Ne? Wir hören zwar zu, und sobald wir etwas hören, haben wir sofort unsere westlichen Konzepte dran. Also wir hören nicht einfach zu und überlegen darüber, sondern wir hören und dann sagen, ah, das erinnert mich daran und dann bong, und dann versuchen wir das zu vermengen. Und dann fehlt uns natürlich die Funktion und das Verständnis davon. So, ich werde heute hässlich sein. Nein, ich versuche nett zu sein. Wir schließen dann einfach jetzt ab. Wir haben nämlich, dann schließen wir das zusammen ab, dann ist es nicht so unterbrochen, dass dann wir alle zusammen das widmen und dann sind diejenigen, die auf Reise gehen müssen, die haben es dann einfacher. Mögen alle durch diese Verdienste Allwissenheit erlangen und ihre Feinde, das heißt ihre Fehler, vernichten, um dann frei zu sein vom Meer der Existenzen, das aufgewühlt ist durch die Wellen von Geburt, Altern, Krankheit und Tod. So wie der Held Manushri, der die Dinge kennt, so wie sie sind, und auch wie Samanabhadra werde ich ihrem und dem Vorbild aller Buddhas und Bodhisattvas folgen, studieren und alle diese Verdienste vollkommen widmen. Mögen alle Wesen durch diese heilvollen Handlungen die Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit vollenden und die aus der Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit entstehenden beiden wahren Körper eines Buddha erlangen. Möge mit dem Segen des Erlangens der drei Körper eines Buddha, dem Segen der unwandelbaren Wahrheit, Dharmata, und dem Segen der vollständigen Zusammenkunft des Sangha, indem ich auf diese Weise widme, meine Wunschgebete in Erfüllung gehen. Also allen, die das jetzt hier hören oder sehen, wünsche ich, dass sie den Nutzen aus dem, was wir gesprochen haben, dass im eigenen Bewusstseinsstrom das Leiden abnimmt und dass wir für die Menschen mit uns, die mit uns irgendwie verbunden sind, dadurch, dass wir unseren Geist verwandeln, dass sie dadurch glücklicher werden. Das ist jetzt meine Nachricht an all die Leute, die das irgendwo bei Spotify oder sonst wo als Podcast hören oder später das Video im Internet zu hören. Also alles Gute, goodbye, auf Wiedersehen, gute Nacht, guten Morgen.